Gut, Pausengong habe ich nicht gehört, aber es ist 11:01 und wir starten. Mein Name ist Daniel Markwalder, ich arbeite bei der Bundesverwaltung, Bundeskanzlei, Delegierte für die digitale Transformation und ich darf Sie durch diese drei Referate führen, wobei mein Beitrag bescheiden sein wird. Ich freue mich auf die drei Redner und auf ihre Themen und möchte dann gleich übergeben. Im Gegensatz zum Sommer, bei dem wir möglichst wenige Clouds haben wollten und mehr Clouds hatten, als wir uns gewünscht haben, sind Clouds im digitalen Umfeld ja eine gute Prognose. Und von dem her ist das sicher ein positives Thema. Wir starten, wie gesagt, gleich mit dem ersten Referat. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass alles aufgezeichnet wird. Also wenn es eine Diskussion gibt, werden die Fragen auch aufgezeichnet und dann auf YouTube, glaube ich, gestreamt oder im Nachhinein veröffentlicht. Ich begrüße Thies Kretz. Du bist Softwarearchitekt und Mitgründer einer Firma, die sich vor allem ja auch um Beratung im Cloud-Umfeld kümmert. Und ich möchte zum Einstieg ganz kurz zwei Fragen stellen. Erstens, was sind deine Kunden oder eure Kunden? Ist das eher die Verwaltung, öffentlicher Sektor oder ist das die Privatwirtschaft? Wie seid ihr etwa unterwegs? Wir haben Projekte einerseits im öffentlichen Sektor, aber auch in der Privatwirtschaft. Wir sind eigentlich da sehr gemischt aufgestellt und arbeiten auch ab und zu mit Startups zusammen, wo wir dann eher so innovative Konzepte ausprobieren. Sehr gut. Zweite Frage. Du bist ja in der Beratung eben tätig. Man hört gelegentlich, eine Cloud ist eigentlich nur eine neue Verpackung von etwas ganz Altem, nämlich Outsourcing. Man hat das jetzt einfach schön verpackt. Was sagst du ganz kurz auf diesen Vorwurf? Ja, ich sage, mein Referat wird darauf vielleicht ein bisschen eine Antwort geben. Es gibt eben nicht nur eine Art von Cloud, es gibt ein ganzes Spektrum von Cloud. Und da gibt es sicher Aspekte, die sich besser eignen für Outsourcing und Aspekte oder Bereiche dieses Spektrums, wo man vielleicht nicht unbedingt in die Richtung Outsourcing gehen würde. Sehr gut, sind wir gespannt. The floor is yours. Danke vielmals. Also, es freut mich sehr, dass ich Ihnen hier an der diesjährigen Beschaffungskonferenz einen Überblick zum Thema Cloud-Lösungen geben darf. Zusammen werden wir verschiedene Arten von Cloud-Plattformen betrachten und sie hinsichtlich der Flexibilität, Standardisierung und hinsichtlich Lock-in gegeneinander vergleichen. Ganz kurz etwas zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Thies Kretz, ich bin Mitgründer von Bespinion. Wir spezialisieren uns auf Cloud- und Container-basierte Softwareentwicklung und wir sind bei unseren Kunden sowohl beraterisch wie auch technisch tätig. Wir sind Vendor- und Provider-unabhängig und unterstützen unter anderem auch mit Expertisen bei Cloud-Beschaffungen, sei das bei der Ausgestaltung von Ausschreibungen oder bei der Beurteilung von Eingaben. Aber genug Eigenwerbung jetzt, lassen Sie uns in die Materie tauchen. Wir werden uns heute zusammen das Spektrum an möglichen Plattformausprägungen anschauen, die alle unter dem Namen Cloud laufen. Der Vollständigkeit halber werden wir sogar ganz links mit Bare Metal starten, was ganz einfach heißt, eigentlich gar keine Cloud. Dann geht es über Infrastructure as a Service, Container, Platform as a Service, Function as a Service zu Software as a Service, ganz rechts vom Spektrum, was dann vereinfacht einfach heißt, alles aus der Cloud. Auf dem Diagramm sehen Sie bei jeder Ausprägung in grün die Bausteine des Applikationsstacks, welche durch die Plattform verantwortet werden, und in blau die Bausteine, welche die Applikation oder das Team um eine Applikation selber verantworten muss. Damit ist auch der Blickwinkel meine Präsentation klar. Wir werden uns die verschiedenen Ausprägungen, also Plattformausprägungen, aus Sicht einer Applikation betrachten, welche auf eine Cloud migriert werden soll oder welche auf einer Cloud neu gebaut werden soll. Für den Vergleich werden wir vier verschiedene Kategorien beiziehen. Einerseits die Flexibilität. Da geht es um Fragen wie viel technische Freiheit
lässt mir die Plattform, lässt eine Plattform der Applikation, wie gut kann man die Plattform an die Bedürfnisse einer bestehenden Applikation anpassen oder wie stark muss ich eben die Applikation auf die Plattform zubewegen. Als zweites Kriterium die Effizienz. Da geht es um einerseits betriebliche Fragen, welche Vereinfachungen bietet die Plattform zum Betrieb von Applikationen. Andererseits Fragen der Softwareentwicklung, welche Vereinfachungen bietet die Plattform zum Entwickeln von neuen Applikationen. Oder auch technisch einfach, wie stellt die Plattform sicher, dass die unterliegende Infrastruktur optimal genutzt werden kann. Das dritte Kriterium ist die Sicherheit. Welche Mechanismen bietet mir die Plattform selber, um meine Applikation zu sichern? Und das vierte Kriterium, das wir jeweils anschauen werden, ist der Login. Wie einfach ist es, mit einer Applikation später entweder auf einen anderen Provider zu wechseln oder sogar auf eine andere Plattformausprägung zu wechseln? Bevor wir in die Betrachtung einsteigen, müssen wir uns noch eine andere Dimension im Cloud-Spektrum kurz vor Augen führen. Es gibt bei jeder Ausprägung, die wir anschauen werden, grundsätzlich zwei Varianten. Die eine Variante ist Public Cloud. Hier wird die Infrastruktur im Rechenzentrum des Cloud-Providers betrieben und der Kunde verbindet sich via, zum Beispiel via Internet oder via VPN zu dieser Infrastruktur. Und die andere Variante ist Private Cloud. Hier wird die Cloud-Infrastruktur im Rechenzentrum des Kunden betrieben, also quasi in-house. Und wenn man das Thema Sicherheit betrachtet, so liegt der Fokus bei Public Clouds typischerweise auf dem Sichern der Verbindung in die Cloud und auf dem Sichern der Verbindung der Kommunikation und der Daten innerhalb der Cloud, weil man ja dem Cloud-Anbieter wahrscheinlich nicht voll vertraut. Wohingegen bei der Private Cloud der Fokus typischerweise darauf liegt, die Cloud gegenüber unbefugten Zugriffen von außerhalb der Organisation zu sichern. Wir werden jetzt, wo immer möglich, eigentlich beide Cloud-Varianten mit betrachten. Starten wir aber jetzt ganz links in unserem Spektrum. Wie gesagt, bei Bare Metal, da geht es noch gar nicht um Cloud. Der ganze Stack wird bei Bare Metal einfach physisch im eigenen Datencenter oder im eigenen Serverraum betrieben. Server werden physisch verkabelt und vernetzt. Das Betriebssystem, welches von einer Applikation benötigt wird, wird einfach direkt auf einer physischen Maschine installiert und Applikationen teilen sich dedizierte physische Maschinen oder kriegen sogar eigene physische Maschinen. Betreffend Flexibilität ist Bare Metal natürlich sehr stark. Systemanforderungen von Applikationen können sehr exakt erfüllt werden, da der ganze physische Stack unter der Kontrolle des Nutzers steht. Auch Wartung und Upgrade-Zyklen können direkt auf die gehosteten Applikationen abgestimmt werden. Also man hat eine große technische Flexibilität. Punkto Effizienz hingegen schneidet Bare Metal schlecht ab. Wer eine Applikation auf Bare Metal betreibt, muss auch den ganzen Infrastrukturstack selber betreiben. Dazu braucht es typischerweise ein dediziertes Betriebssystem mit dem entsprechenden Know-how. Entschuldigung, ein dediziertes Betriebsteam mit dem entsprechenden Know-how. Die Plattform selber bietet ferner keinerlei Hilfestellung zur idealen Auslastung der Infrastruktur. Das kann man dann einfach geschickter oder weniger geschickt tun. Und auch bietet die Plattform selber keinerlei Abstraktion, die es einem ermöglicht, effizient zum Beispiel Software zu entwickeln. Da muss man einfach selber entsprechendes Tooling verwalten. Betreffend Lock-in schneidet Bare Metal natürlich gut ab. Wenn ich einen Provider wechsle oder die Hardware wechsle, dann muss ich einmal schauen, dass ich kompatible Hardware wieder habe am neuen Standort oder im neuen Datencenter und kann dann meine Applikation typischerweise 1:1 migrieren. Betreffend Sicherheit lässt sich auf allgemeiner Ebene hier natürlich wenig sagen. Es gibt keine durch die Plattform selber angebotenen Sicherheitsmechanismen. Es kommt einfach darauf an, wie gut man ist im Betrieb von einem solchen Stack und wie sicher man den selber betreibt.
Wenn wir jetzt einen Schritt nach rechts machen im Spektrum, dann kommen wir zu Infrastructure as a Service. Hier befinden wir uns typischerweise, oder hier befinden wir uns im klassischen Bereich der Hardware-Virtualisierung, eine Applikation, welche auf Infrastructure as a Service installiert wird, glaubt, sie laufe auf richtiger Hardware. Aber in Realität unterteilt die Plattform die reale Hardware in virtuelle Maschinen, Netzwerke und Speichermedien und simuliert so die Hardware für jede Applikation. Typischerweise liefert die Plattform alles bis und mit den virtuellen Maschinen und das Applikationsteam hingegen verantwortet dann alles ab Betriebssystem aufwärts. Public Cloud Beispiele für dieses Paradigma sind VMs auf Azure oder AWS zum Beispiel und Private Cloud Beispiele, da kommen die Produkte von VMware in den Sinn, zum Beispiel vRealize Automation oder so etwas oder auch ein Produkt wie OpenStack. Punkto Flexibilität schneidet JaaS ähnlich ab wie Bare Metal. Ich bin sehr flexibel, da ich einen großen, mich noch sehr gut an die Bedürfnisse meiner Applikation anpassen kann. Etwas Flexibilität wird eingebüßt, da ein Provider allenfalls nicht jede Kombination von Server und Betriebssystem anbietet und vielleicht auch nicht jede Hardware exakt emulieren kann. Punkto Effizienz präsentiert sich bei JaaS ein gemischtes Bild, da JaaS-Provider den API-basierten Umgang mit Servern, Storage und Netzwerken ermöglichen, ist ein automatisiertes Arbeiten, zum Beispiel im Infrastructure-as-Code-Ansatz, typischerweise möglich, zum Beispiel mit Lösungen wie Terraform oder Packer. Und in diesem Fall schneidet man typischerweise auch sehr gut ab, betreffend Effizienz. Andererseits kann man JaaS-basierte Server natürlich auch einfach behandeln wie früher, wie normale Bare-Metal-Server und kann die auch manuell warten, als wären das normale Maschinen und dann ist man punkto Effizienz natürlich schlechter dran. Dann braucht man weiterhin ein Team, welches sich um Betriebssysteme kümmert, sich darum kümmert, dass die auf dem neuesten Stand gehalten werden, sich um Backups kümmert, etc. Betreffend Lock-in verhält sich JaaS auch ähnlich wie Bare Metal. Den Provider zu wechseln ist in der Regel technisch kein großes Problem, solange ähnliche VM- und Betriebssystemkombinationen beim neuen Provider auch angeboten werden. Und betreffend Sicherheit schneidet JaaS besser ab als Bare Metal. Bei JaaS ist das Netzwerk softwarebasiert und unter der Kontrolle der Plattform. Hier bietet eben die Plattform eine Hilfestellung. JaaS-Plattformen erlauben in der Regel, dass ich Server in virtuelle Security-Gruppen einteile und dann logische Regeln mache, welche Security-Gruppen mit welchen anderen kommunizieren dürfen und welche nicht. Und dies ohne auf IP-basiertes Firewalling zurückgreifen zu müssen. Und ich kann die Sicherheitsfunktionen auch über eine API automatisiert ansprechen, was es mir ermöglicht, das Risiko von Fehlmanipulationen zu vermindern. Wenn ich noch einen Schritt weiter nach rechts mache im Spektrum, landen wir bei Containern. Hier sind wir in der Domäne der Betriebssystemvirtualisierung, eine Applikation, welche in Containern läuft, glaubt, sie habe das ganze Betriebssystem auf einem Host für sich alleine, aber in der Realität unterteilt die Plattform das Betriebssystem in voneinander isolierte Prozesse, eben sogenannte Container, und simuliert für die Applikation ein dediziertes Betriebssystem. Typischerweise liefert die Plattform alles inklusive der Container-Orchestrierung. Das ist heutzutage fast ausschließlich Kubernetes, diesen Begriff haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Und das Applikationsteam hingegen liefert dann oder ist dann verantwortlich für das Liefern der Applikation in Containern.
Public Cloud-Beispiele hierzu, zum Beispiel Azure Kubernetes Service oder Google Kubernetes Engine und Private Cloud-Beispiele. Da kommen die Produkte von Red Hat wie OpenShift in den Sinn oder auch Produkte von VMware wie Tanzu, wo ich Container-Orchestrierung im eigenen Datencenter machen kann. Betreffend Flexibilität schneiden Container schlechter ab als IaaS. Um auf einer Container-Orchestrierungsplattform korrekt zu laufen, müssen Applikationen sich an gewisse Architekturspielregeln halten. Beispiele sind: Persistenz muss auf eine bestimmte Art und Weise gelöst sein, Zustandshandling muss auf eine bestimmte Art und Weise gelöst sein, Logging ebenfalls, Konfiguration muss auf eine bestimmte Art und Weise der Applikation zur Verfügung gestellt werden und auch das Start-Stopp-Verhalten von Applikationen muss sich mit dem Container-Orchestrierungsgedanken vertragen. Und Legacy-Applikationen verletzen sehr häufig eines oder mehrere dieser Architekturprinzipien und müssen deshalb oft umgebaut werden, bevor sie in Container richtig laufen. Das heißt, in der Regel werden Applikationen dediziert oder explizit für den Betrieb in Containern geschrieben. Betreffend Effizienz hingegen stehen Container viel besser da. Container-Orchestrierungsplattformen sorgen einerseits für eine optimale Ausnutzung der virtuellen Maschinen, die ihnen zugrunde liegen. Das heißt, Container werden auf virtuelle Maschinen transparent verteilt. Und die virtuellen Maschinen, die einer Container-Orchestrierungsplattform zugrunde liegen, sind sehr standardisiert und können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Das heißt, sie müssen nicht über längere Zeit betrieblich gewartet werden. Zudem ist Skalierung, also horizontale Skalierung und Load Balancing, das sind automatisierte Features der Orchestrierungsplattform und müssen nicht in Handarbeit von einem Betriebsteam bereitgestellt werden. Und der letzte Vorteil betreffend Effizienz ist, dass das Container-Konzept eine klare Verantwortungstrennung zulässt zwischen Lieferant einer Applikation und dem Betrieb einer Applikation. Im Vergleich zu, wenn man jetzt auf IaaS deployt, wo typischerweise der Lieferant komplexe Systemanforderungen formuliert, die ich dann sicherstellen muss auf meiner IaaS-Plattform. Betreffend Lock-in kann man containerbasierte Lösungen als neutral betrachten. Zwar werden Applikationen, wie gesagt, eher dediziert für Container entwickelt, aber die Architekturprinzipien hindern mich nicht daran, natürlich eine solche Applikation zum Beispiel auch auf VMs laufen zu lassen, einerseits. Und andererseits ist Kubernetes als Container-Orchestrierungsplattform heute der de facto Standard und jeder Public Cloud-Anbieter unterstützt Kubernetes und es gibt auch zuhauf Private Cloud-Varianten davon. Betreffend Sicherheit haben containerbasierte Lösungen ähnlich gute Voraussetzungen wie IaaS. Das Netzwerk ist auch hier natürlich softwarebasiert und unter der Kontrolle der Plattform und die Kommunikation zwischen Containern können durch entsprechende Policies über eine API kontrolliert werden. Und es gibt auch zusätzlich viele Frameworks für moderne Security-Konzepte wie Zero Trust oder Defense in Depth. Als nächstes kommen wir im Spektrum zu Platform as a Service, PaaS. PaaS-Plattformen gehen einen entscheidenden Schritt weiter als Container-Plattformen. Auf einer PaaS-Plattform kann ein Applikationsteam seine Applikation als Source Code bereitstellen und die Plattform erledigt dann alle Schritte bis zur laufenden Applikation. Das heißt, Kompilierung, Containerisierung, Deployment, Load Balancing und Skalierung und auch Exponieren der Applikation, zum Beispiel unter einer URL. Public Cloud Beispiele für dieses Paradigma sind Heroku, Google App Engine oder Azure App Services, Private Cloud Beispiele, da kommt auch wieder OpenShift in den Sinn, das auch mittlerweile einen sehr ausgeprägten PaaS Layer hat, oder ein anderes berühmtes Produkt ist Cloud Foundry.
Betreffend Effizienz schneidet PaaS noch besser ab als Container. Als Applikationsteam kann ich mich hier auf das Entwickeln der Business-Funktionalität meiner Applikation konzentrieren und alles andere wird von der Plattform übernommen. Und wenn ich PaaS von einem Provider einkaufe, dann brauche ich eigentlich nur noch ein Entwicklungsteam und kein Infrastrukturbetriebsteam mehr. Dazu kommt noch, dass die meisten Plattformen selber auf Container basieren, also intern Container verwenden und dann auch in der Lage sind, die unterliegende Infrastruktur optimal auszunutzen. Betreffend Flexibilität kann man sagen, die gewonnene Effizienz geht auf Kosten der technischen Flexibilität. Applikationen auf PaaS müssen in der Regel einem sehr standardisierten Aufbau folgen, damit die Plattform die entsprechenden Automatisierungen gewährleisten kann. Und zudem sind PaaS-Plattformen natürlich naturgemäß auf Softwareentwicklung ausgerichtet. Sie eignen sich in der Regel nicht so sehr zum Deployen von Standardsoftware oder Drittanbietersoftware. Betreffend Sicherheit, aufgrund des hohen Standardisierungsgrades können Applikationen auf PaaS zentral geschützt und voneinander isoliert werden. Und weil die Kompilierung und Containerisierung unter der Kontrolle der Plattform selber ist, kann ich zudem in einer Organisation auch zentral sicherstellen, dass keine unerwünschten Komponenten oder Libraries oder Images verwendet werden im Build-Prozess einer Applikation. Betreffend Lock-in kann man sagen, da eine Applikation auf PaaS typischerweise als Source-Code geliefert wird, wäre es ein Zusatzaufwand, auf ein anderes Plattformparadigma zu wechseln. Da müsste noch einiges geschehen, damit das zum Beispiel dann auf IaaS auch läuft. Und muss auch sagen, PaaS-Plattformen haben typischerweise sehr providerspezifische Anforderungen an das Layout des Source-Codes und der gelieferten Konfiguration. Was bedeutet, dass wenn ich zwischen zwei PaaS-Anbietern wechseln möchte oder migrieren möchte, da muss ich auch mit einem gewissen Aufwand rechnen. Noch höher abstrahiert als PaaS ist FaaS, Function as a Service. Auf einer FaaS-Plattform können Nutzende den Source-Code einzelner Funktionen einer Applikation liefern und die Plattform sorgt dann dafür, dass diese Funktionen entweder synchron, zum Beispiel via HTTP, oder asynchron, zum Beispiel über Events, angesprochen und ausgeführt werden können. Dabei übernimmt die Plattform alles inklusive eben dem Server-Code, der benötigt wird, um die Funktion zu exponieren. Und deshalb heißt dieses Paradigma oft auch serverless. Diesen Namen haben Sie vielleicht auch schon angetroffen. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass keine Server im Spiel sind. Die sind da schon irgendwo noch im Spiel. Aber der Entwickler oder der Kunde muss sich nicht mehr um den Servercode kümmern. Betreffend Effizienz schneidet FaaS noch besser ab als PaaS. Als Applikationsteam muss ich mich nur noch für die Business-Funktionalität meiner einzelnen Funktionen kümmern und alles andere übernimmt die Plattform. Und wenn ich FaaS bei einem Provider einkaufe, ist es ähnlich wie bei PaaS, dann brauche ich eigentlich nur noch ein Entwicklungsteam, um meine Applikation zum Laufen zu bringen und keinen Infrastrukturbetrieb mehr. Zudem stellen FaaS-Plattformen sicher, dass Funktionen nur dann Ressourcen verwenden, wenn sie gerade ausgeführt werden. Und das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ich eine Applikation habe, die ein unregelmäßiges Lastprofil habe, die zum Beispiel auf einer tiefer liegenden Plattform wie IaaS sehr viel Leerlauf generieren würde. Betreffend Flexibilität, auch hier kann man sagen, die gewonnene Effizienz geht auf Kosten der Flexibilität. FaaS-Funktionen müssen natürlich einem technisch sehr exakten, standardisierten Aufbau folgen, damit sie in die Plattform eingebunden werden können. Und man muss auch sagen, FaaS ist optimiert auf bestimmte Arten von Workload, nämlich funktionale, nicht langlebige Tasks und lose gekoppelte Funktionseinheiten. Und auch hier ist der Fokus klar auf Softwareentwicklung.
Das heißt, FAS eignet sich in der Regel nicht zum Deployen von, sage ich mal, Standardsoftware. Betreffend Sicherheit schneidet FAS noch besser ab. FAS-Plattformen verfügen über eingebaute Rechte-Mechanismen, damit ich eigentlich die Ausführung von Funktionen feingranular berechtigen kann. Und da Funktionen in Containern ausgeführt werden unter der Haube, kann die Plattform Funktionen auch gut voneinander isolieren. Betreffend Lock-in würde man auch hier, ist vielleicht nicht ganz überraschend, sagen, der Lock-in ist höher. Ich muss, wenn ich natürlich eine einzelne Funktion der Plattform oder einzelne Funktionen der Plattform liefern, muss ich das typischerweise in einem provider-spezifischen Format tun. Und wenn ich dann auf einen anderen Provider wechseln möchte mit meiner Applikation, muss ich da schon einen gewissen Migrationsaufwand erwarten. Am oberen Ende des Spektrums lässt sich die Betrachtung etwas abkürzen. Da sind wir jetzt bei Software as a Service angelangt. Hier wird eine Applikation als Ganzes von einem Provider betrieben und der Kunde erhält eigentlich lediglich nur noch den applikatorischen Zugang zur Applikation. Public Cloud-Beispiele, ja, da beginnt man jetzt einfach Produkte zu nennen, also zum Beispiel Artifactory oder Bitbucket sind so Beispiele von Lösungen, die man im SaaS-Ansatz kaufen kann. Es gibt aber auch Private Cloud-Beispiele, es gibt Applikationen, die ich zwar im eigenen Datencenter laufen lassen kann, aber die von einem Anbieter betrieben werden. Ich denke da so an so Sachen, also an Office-Lösungen oder Kommunikationslösungen wie Skype for Business oder solche Sachen. Wie gesagt, wir können das hier ein bisschen abkürzen, weil wir hier in einer Extremposition des Spektrums sind. Punkto Effizienz sind SaaS-Lösungen natürlich nicht zu überbieten. Der Provider übernimmt ja schlicht und ergreifend die ganze Verantwortung für den Infrastruktur-Stack und die Applikation selber. Das heißt, ich brauche eigentlich in-house hier keinerlei Betriebsressourcen mehr. Flexibilität steht hier natürlich nicht im Fokus. Eine Applikation wird einfach so genutzt, wie der Anbieter es konzipiert hat. Und wenn ich eine Applikation trotzdem irgendwie verändern will, dann muss ich das typischerweise über einen Feature-Request an den Anbieter tun. Lock-in, auch nicht erstaunlich, natürlich hoch hier. Ein Providerwechsel bedeutet sehr oft auch ein Wechsel des Produkts. Und wenn ich ein Produkt habe, das ich auch selber betreiben kann, ein Wechsel von einem SaaS-Modell zu einem selber gehosteten Modell oder selber betriebenen Modell ist typischerweise auf einen Schlag mit sehr viel Aufwand verbunden, weil ich plötzlich sehr viel Verantwortung selber wahrnehmen muss. Betreffend Sicherheit ist es schwierig, hier allgemeine Aussagen zu machen. Es kommt halt sehr darauf an, auf das konkrete Produkt. Man kann aber sicher allgemein sagen, SaaS-Anbieter kennen ihre Produkte gut, kennen die Best Practices gut, wie man dieses Produkt sicher betreibt und können sich in der Regel ja auch keine Sicherheitszwischenfälle leisten. Also typischerweise sind wir sicherheitstechnisch schon state of the art, aber es kommt halt wirklich darauf an. Gut, nachdem wir nun die Trade-offs der verschiedenen Plattformausprägungen kennengelernt haben, lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen in Bezug darauf, welche Plattformausprägung für welche Art von Applikation besonders gut geeignet ist. Bei Bare Metal würde zumindest ich sagen, wegen dem hohen Betriebsaufwand eigentlich heute kaum mehr zu empfehlen, außer man hat eine Applikation, die wirklich von sehr spezifischer physischer Hardware abhängig ist. Oder man ist selber im Business von Hardwareentwicklung natürlich, was wahrscheinlich in dieser Runde eher nicht so die Regel ist. Wenn wir dann weiter nach rechts gehen, bei JAS, wegen der hohen technischen Flexibilität ist JAS sehr gut
geeignet als Ziel-Cloud-Plattform für die Migration von Legacy-Applikationen. Wenn wir zu Container rübergehen, wegen der hohen Effizienz und der klaren Verantwortungstrennung zwischen dem Lieferanten und dem Betrieb einer Applikation, eignen sich Container oder sind Container das ideale Vehikel für moderne Lieferantensoftware, also Software, die Sie von einem Lieferanten entwickeln lassen und dann geliefert bekommen. Bei PaaS, wegen dem starken Fokus auf effiziente Softwareentwicklung, kann man sagen, ist PaaS die ideale Abstraktionsebene für Organisationen, die eine ausgeprägte Inhouse-Softwareentwicklung haben, also die selber signifikant Software entwickeln. Da ist man mit einer PaaS-Plattform gut bedient. Bei FaaS sieht es natürlich ähnlich aus, auch für Softwareentwicklung geeignet und zu präferieren natürlich, wenn man den passenden Workload dazu hat. Das heißt, wenn man eben in diese Sparte gehört, die funktional, also die FaaS-kompatiblen Workload hat. Und bei SaaS, da wird es entsprechend wieder einfach. Klar, Standardsoftware, die man als SaaS einkaufen kann, da ist man typischerweise gut bedient. Und das wäre bei SaaS natürlich die Empfehlung. Gut, damit sind wir am Ende unseres Überblicks angelangt. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt hätten noch für Fragen oder Diskussionspunkte. Gut, herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich denke, 2-3 Frageminuten nehmen wir uns. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Sonst beginne ich einmal. Ah, ja, sehr gut, ja. Vielleicht einfach genügend laut, dann müssen wir nicht mit dem Mikro hin. Ja. Ich hätte eine Frage zu mir. Die Frage ist, wir haben nur Public und Private Clouds angeschaut. Es gibt aber auch Hybrid-Varianten und Virtual Private Varianten zum Beispiel. Weshalb wurden die nicht angeschaut? Die praktische Antwort ist aus Zeitgründen. Ich wollte einfach so ein bisschen die Extrempositionen ausloten. Es gibt natürlich da noch ein Continuum dazwischen, das ist so. Ich wollte Ihnen einfach ein bisschen ein Gefühl geben, für die Materie, aber hätte man sicher noch tun können, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte noch. Ja. Die ganz praktische Antwort ist, dass Sie noch nicht in den Mittag gehen, weil wir haben ein spezifisches Referat zu dem Thema, das jetzt dann gleich folgt. Genau, ich glaube, Peter Mumenthaler wird genau auf dieses Thema noch weiter eingehen. Ja. Weitere Frage? Dann hätte ich noch eine. Du hast schön aufgezeigt, wie sich das entwickelt mit den verschiedenen, was sich wofür eignet etc. Bei der effizienten Variante, hoher Lock-in-Effekt, gibt es 2-3 Maßnahmen, wie man das quasi entschärfen kann, dass man trotzdem die Effizienz von sogar vielleicht Software as a Service oder zumindest Function as a Service nutzen kann und Lock-in-Effekte bekämpfen. Eine gute Frage. Bei Software as a Service bin ich gerade nicht ganz sicher, inwiefern man das technisch tun kann. Da kann man sich wahrscheinlich überlegen, können wir unsere Prozesse so gestalten, dass wir da nicht auf eine einzige Softwarelösung angewiesen sind, dass die Prozesse so schlank sind, dass man sie irgendwann auch mit einer anderen Softwarelösung ähnlich implementieren können. Ich glaube, das ist eher dann eine organisatorische Überlegung, die man sich da machen muss. Bei FaaS gibt es auch technische Bestrebungen, also da gibt es Standardisierungsframeworks, die sich quasi über den Reichtum von verschiedenen Anbietern legen und verschiedene APIs verstehen. Und da würde ich dann zumindest technisch versuchen, auf einer solchen Abstraktionstechnologie aufzusetzen, damit ich die technische Entkopplung vom Provider
da hinkriege. Das sind so Frameworks wie Serverless, die man da einsetzen könnte. Die man dann vielleicht auch wieder über Beschaffungen verlangen kann. Genau. Ja. Also man könnte das dann auch in einer Ausschreibung explizit fordern sogar, dass man eine Kompatibilität zu solchen Technologien aufweisen muss. Sehr gut, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen.